Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video aus meiner Reihe zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben jetzt relativ intensiv und lange über die Axiome von Kolmogorov geredet. Wir haben die kennengelernt. Wir haben anhand von ein paar Beispielen durchgerechnet, was das so bedeutet. Wir haben auch Schlussfolgerungen daraus gezogen in den letzten Videos. Und heute möchte ich mal mit einem anderen Thema beginnen. Das Thema der sogenannten bedingten Wahrscheinlichkeiten, wo wir uns eben halt die Frage stellen, was passiert, wenn wir bei einem Zufallsexperiment bestimmte Zusatzinformationen erhalten und wie das sich eben halt darauf auswirkt, was wir unter Wahrscheinlichkeiten verstehen, beziehungsweise welche Wahrscheinlichkeiten wir dann für bestimmte Ereignisse annehmen würden. Beginnen möchte ich das Ganze mit einem Beispiel. Und zwar, ich betrachte als Zufallsexperiment einfach das Ziehen einer Karte aus einem Skatspiel. Also so ein Skatspiel soll jetzt einfach mal 32 Karten haben mit vier Blättern. Herz, Pik, Kreuz und Karo. Und ich ziehe jetzt halt aus dem Skatspiel eine Karte raus. Das Spiel ist ganz gut durchgemischt. Ich kann also davon ausgehen, dass das relativ zufällig ist, welche Karte ich da erwische. Und ich könnte mich jetzt zum Beispiel für die Wahrscheinlichkeit dafür interessieren, genau die Herz-Dame zu erwischen. Man kann sich intuitiv schon überlegen, wir haben 32 Karten, die sind alle gleich wahrscheinlich. Die Herz-Dame zu kriegen sollte also etwa die Wahrscheinlichkeit 1 32. kriegen. Und wir würden das eben halt in unserem Formalismus schreiben als P von Herz-Dame ist gleich 1 32. Das ist soweit so intuitiv. Und jetzt wandeln wir dieses Zufallsexperiment ein bisschen ab. Wir fragen uns nämlich, oder man könnte sich ja vorstellen, dass ich das Zufallsexperiment jetzt so ausführe, dass ich diese Karte ziehe, ohne mir sie anzuschauen. Und dann habe ich einen Bekannten oder einen Freund, der halt mitmacht. Der guckt sich die Karte an und der verrät mir etwas über diese Karte. Also der sagt mir natürlich nicht, ob es sich dabei um die Herz-Dame handelt. Dann wäre es ja langweilig, dann wäre ich ja fertig, dann wüsste ich es ja. Aber der sagt mir zum Beispiel, dass die Karte rot ist. Und die Frage ist jetzt eben, wie verändert das mein Empfinden für die Wahrscheinlichkeit, dafür, dass es sich um die Herz-Dame handelt? Also was passiert, wenn mein Freund mir sagt, dass die gezogene Karte rot ist? Und man kann sich intuitiv schon überlegen, wenn ich weiß, dass die Karte rot ist, dann habe ich halt noch 16 Karten im Spiel. Davon ist eine die Herz-Dame, also wird die Wahrscheinlichkeit dafür jetzt wohl ein Sechzehntel sein. Also doppelt so hoch wie vorher. Vorher war es ja ein Zweidreißigstel und jetzt ist es halt ein Sechzehntel. Also doppelt so viel. Einfach nur dadurch, dass ich eben weiß, es ist eine rote Karte. Und formal werden wir das in Zukunft so aufschreiben, dass wir eben halt von der Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis Herz-Dame reden. Wenn wir schon wissen, das ist dieser Trennstrich hier, wenn wir schon wissen, dass dieses Ereignis, nämlich rote Karte, bereits eingetreten ist. Wir sagen auch, dass wir von einer konditionierten Wahrscheinlichkeit oder bedingten Wahrscheinlichkeit reden. Wobei das hier, das linke, links vor diesem Trennstrich steht quasi das Ereignis, das uns interessiert. Und rechts steht das Ereignis, von dem wir wissen, dass es eingetreten ist. Genauso könnten wir zum Beispiel uns fragen, was passiert, wenn wir wissen, dass die gezogene Karte schwarz ist. Auch das verändert unser Gefühl für Wahrscheinlichkeiten, weil wenn ich weiß, dass die Karte schwarz ist, dann kann sie natürlich nicht mehr die Herz-Dame sein. Also ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich die Herz-Dame gezogen habe, dann natürlich null. Jetzt könnte mein Freund mir auch sagen, dass es sich um eine Bildkarte handelt, also einen Buben, eine Dame oder einen König. Aber er verrät mir eben nicht, aus welchem Blatt das Ganze ist. Auch dann habe ich wieder ein anderes Gefühl für die Wahrscheinlichkeit, die Herz-Dame erwischt zu haben, weil ich habe ja 12 Bildkarten im Spiel. Eine davon ist die Herz-Dame, also wird in dem Fall die Wahrscheinlichkeit wohl ein Zwölftel sein. Also wir haben an diesem einfachen Beispiel schon gesehen, dass wenn wir mit Sicherheit wissen, dass ein bestimmtes Ereignis B eingetreten ist, verändert das unser intuitives Gefühl für Wahrscheinlichkeiten. Und wenn, das ist dann zum Beispiel so, dass alle Elementarereignisse, welche nämlich nicht in B sind, unmöglich sind. Also ich weiß ja, dass B als Teilmenge von Omega eingetreten ist. Und Elementarereignisse, die nicht in B sind,
können ja nicht mehr eintreten. Sie müssen also die Wahrscheinlichkeit 0 haben. Vorher hatten sie vielleicht nicht die Wahrscheinlichkeit 0, aber jetzt, wenn ich weiß, dass B eingetreten ist, muss die Wahrscheinlichkeit 0 sein. Und die neue Ereignismenge, die ich da betrachte, ist jetzt auch nicht mehr Omega, sondern jetzt eben nur noch B, weil ja nur noch B eintreten kann. Alles, was nicht in B ist, kann ja nicht mehr eintreten. Das heißt insbesondere auch, dass die Wahrscheinlichkeit für B genau 1 sein sollte. Weil ich weiß ja, dass B eingetreten ist, also sollte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass B eintritt, eben 1 sein. Ich habe also in gewisser Weise hier einen neuen Wahrscheinlichkeitsraum, in dem ich die Wahrscheinlichkeiten neu normieren muss. Ich muss irgendwie sicherstellen, dass Elementarereignisse, die nicht in B sind, die Wahrscheinlichkeit 0 kriegen und dass das Ereignis B die Wahrscheinlichkeit 1 kriegt. Und natürlich sollte mein Wahrscheinlichkeitsmaß erstmal grundsätzlich gültig sein, also die drei kolmogorovschen Axiome erfüllen. Wir könnten jetzt zunächst erstmal diese bedingte Wahrscheinlichkeit A gegeben B definieren als die Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge A geschnitten B geteilt durch die Wahrscheinlichkeit für B. Das macht erstmal Sinn, weil wenn ich jetzt Elementarereignisse betrachte, also sagen wir mal, ich habe hier ein Elementarereignis stehen, das nicht in B ist, dann ist dieser Schnitt hier ja leer und die Wahrscheinlichkeit für die leere Menge ist 0. Das haben wir auch im letzten Video schon geschlussfolgert. Also steht hier erstmal 0. Das ist das, was ich mir intuitiv wünschen würde. Und wenn ich hier B hinschreibe, dann steht hier eben halt B geschnitten B, was B ist. Und P von B geteilt durch P von B gibt 1. Also auch das ist erfüllt, dass B die Wahrscheinlichkeit 1 bekommt durch diese neue Normierung. Bleibt also noch die Frage zu klären, ob das ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß ist, also die drei kolmogorovschen Axiome erfüllt. Gehen wir die in der Reihe nach einfach mal durch. Für das erste Axiom müsste ich beweisen, dass alle Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 liegen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir hier die Wahrscheinlichkeitsmaße nicht durcheinander bringen. Wir haben nämlich hier zwei verschiedene Wahrscheinlichkeitsmaße, über die wir reden. Zum einen reden wir über dieses Wahrscheinlichkeitsmaß hier, wo eben keine Konditionierung stattfindet, oder auch dieses Wahrscheinlichkeitsmaß. Das ist das ursprüngliche Wahrscheinlichkeitsmaß, in dem wir einfach annehmen können, dass die kolmogorovschen Axiome gelten, weil es ja per Definition ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß sein soll. Und dann haben wir das neue Wahrscheinlichkeitsmaß, das mit dieser Konditionierung, wo dieser Strich drin ist, da wollen wir das Ganze ja überprüfen oder können wir es eben nicht annehmen, dass die gelten, sondern da müssen wir es eben beweisen. Wenn ich jetzt aber halt annehmen kann, dass das hier ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß ist, dann weiß ich, dass diese Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall größer gleich 0 sein wird. Das folgt aus dem ersten Axiom für dieses Wahrscheinlichkeitsmaß. Und die Wahrscheinlichkeit für B ist sogar größer 0, echt größer 0, weil B ja eingetreten ist. Ich habe darauf ja konditioniert. Ich weiß ja, dass B eingetreten ist. Das heißt also, diese bedingte Wahrscheinlichkeit, wenn ich mir die Definition nochmal anschaue, hatte ich ja gesagt, A bedingt B soll definiert sein als A geschnitten B durch P von B. Und die beiden sind positiv, diese beiden Terme hier. Und damit ist der Quotient auch positiv. Und damit habe ich bewiesen, dass das grundsätzlich erstmal immer positiv ist. Bleibt noch zu klären, ob dieser Term hier auch immer kleiner gleich 1 ist. Dazu muss ich mir nochmal überlegen, dass ich im Grunde hier zwei Mengen habe, nämlich ich habe einmal die Menge A geschnitten B, die Schnittmenge von A und B, und die Menge B ohne A, die sind disjunkt. Ne? Also jedes Element, was in dieser Schnittmenge drin ist, muss ja insbesondere auch in A drin gewesen sein und kann deswegen nicht in B ohne A drin sein. Also sind diese beiden Mengen disjunkt. So ein ähnliches Argument hatten wir gerade schon mal gemacht. Und die Vereinigung dieser beiden Mengen ergibt mir dann ganz B. Wenn die disjunkt sind, dann gilt hier wieder das dritte kolmogorovsche Axiom. Das heißt, ich kann mir hier die Wahrscheinlichkeit dieser Vereinigung anschauen und eben schlussfolgern, dass die Wahrscheinlichkeiten sich aufsummieren. Das also gilt P von A geschnitten B plus P von B ohne A ist P von B. Und das heißt, P von A geschnitten B ist P von B minus P von B ohne A. Und weil dieses P von B ohne A ja immer größer 0 ist, ne? Erstes kolmogorovsches Axiom, das hier ist immer größer 0 oder größer gleich 0, ist diese Wahrscheinlichkeit hier, a geschnitten b,
immer kleiner oder gleich P von B. Weil ich habe ja hier immer P von B stehen und dann ziehe ich eventuell noch ein bisschen was ab. Und damit habe ich hier diesen Bruch nochmal, wenn ich mir den nochmal anschaue, dann habe ich hier den Zähler, der immer kleiner oder gleich dem Nenner ist. Und dementsprechend ist dieser Bruch hier immer kleiner gleich 1. Und damit habe ich das erste Axiom bewiesen. Das zweite Axiom habe ich im Grunde gerade schon geschlussfolgert, aber können wir hier auch nochmal formal hinschreiben. Wie gesagt, die neue Ereignismenge Omega ist jetzt nicht mehr eben ganz Omega, sondern nur noch b. Ich muss also mir überlegen, ob die Wahrscheinlichkeit für b gegeben b 1 ergibt. Und wenn ich einfach mal die Definition hinschreibe, habe ich hier eben b geschnitten b, was wiederum b ergibt. Und dann habe ich p von b geteilt durch p von b, das ist 1. Das hatten wir im Grunde gerade schon. Das ist relativ einfach zu schlussfolgern. Bleibt das dritte Axiom. Dazu müssen wir uns mal überlegen, was wir hier eigentlich beweisen müssen. Ne? Und zwar müssen wir beweisen, dass wenn ich paarweise disjunkte Ereignisse a1 bis an habe, dann müsste, wenn das Axiom gilt, die Wahrscheinlichkeit für diese Vereinigung gegeben b identisch sein zur Summe dieser einzelnen konditionierten Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt ist zunächst einmal nach der Definition dieser bedingten Wahrscheinlichkeit, kann ich das eben halt auch wieder schreiben als die Wahrscheinlichkeit für diese Menge geschnitten diese Menge, also im Grunde dieser Teil hier geschnitten dieser Teil und dann normiert auf das neue Omega, also geteilt durch p von b. Und das wiederum kann ich jetzt auch so darstellen, dass ich diese Mengen nicht erst vereinige und dann mit b schneide, sondern ich könnte die einzelnen Mengen auch jeweils mit b schneiden und das Ganze dann vereinigen. Das kann man sich bildlich ganz gut vorstellen. Also ich habe hier so verschiedene Mengen und ich schneide die jetzt einfach alle mit b und vereinige das Ganze dann wieder, dann kriege ich das Gleiche, als wenn ich die Mengen vorher vereinige und dann mit b schneide. Diese Mengen ai geschnitten b, die sind alle paarweise disjunkt. Das liegt daran, dass die einzelnen AIs schon paarweise disjunkt waren. Also jedes Elementarereignis ist höchstens in einem dieser AIs drin und dementsprechend auch höchstens in einem dieser AI geschnitten b drin. Und das kann ja nicht, dadurch, dass ich durch diesen Schnitt mit b eventuell noch weitere Ereignisse rausnehme, kann es da jetzt noch nicht auf einmal in zwei von diesen Mengen hier drin sein. Und weil diese Mengen hier, also dieses a1 geschnitten b und an geschnitten b und die anderen hier alle paarweise disjunkt sind, gilt auch hier wieder das dritte Kolmogorowsche Axiom auf dem originalen Wahrscheinlichkeitsmaß. Das heißt also, dass ich am Ende diesen Term hier darstellen kann als die Summe dieser Einzelwahrscheinlichkeiten geteilt durch p von b. Und wenn ich jetzt noch den Bruch halt aufteile und einfach die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit wieder anwende, dann habe ich also hier hab ich das Ganze aufgeteilt in diesen Term und nach der Anwendung der Definition bin ich also wieder bei p von ai 1 gegeben b plus und so weiter und so fort bis an gegeben b. Und das ist genau das, was ich beweisen wollte. Das heißt, alle drei kolmogorowschen Axiome gelten für dieses neue Wahrscheinlichkeitsmaß und damit ist es halt zum einen sinnvoll, weil es die intuitiven Eigenschaften erfüllt. Ne? Ereignisse, die nicht in B drin sind, bekommen die Wahrscheinlichkeit 0 zugeordnet und die Menge B bekommt die Wahrscheinlichkeit 1 zugeordnet. Und ansonsten erfüllt diese Definition auch die drei Kolmogorowschen Axiome, ist also auch ein formal gültiges neues Wahrscheinlichkeitsmaß. Und damit kann ich also arbeiten, so wie ich mit den anderen Maßen auch arbeiten konnte. Das war's für heute auch schon wieder. Ein bisschen länger als sonst, weil es einfach ein bisschen viel Stoff war. Aber wichtig, insofern glaube ich, macht es Sinn, dass man da mal drüber gesprochen hat. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die einfach unter dem Video postet. Wenn euch meine Videos gefallen, schickt mir doch ein Like. Lasst mich wissen, worüber ich noch reden soll. Für das nächste Video habe ich mir schon überlegt, dass ich über den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit reden möchte. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.